Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu meinem kleinen, aber feinen Spezial-Info-Video. Ja, ihr erinnert euch doch sicherlich, ich hatte vor wenigen Wochen, hatte ich doch gesagt, in einem Spezial-Info-Video, dass ich ja mit YouTube komplett aufhöre, beziehungsweise, dass ich zwar Info-Videos noch mache und auch Stream-Info-Videos, aber dass ich an sich mit YouTube komplett aufhöre. Ja, das war die blödeste Entscheidung überhaupt, muss ich ganz ehrlich sagen, und ich bereue es auch zutiefst, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Und zwar aus dem Grunde, ehrlich gesagt, ich vermisse es, Videos zu produzieren. Also sprich, Let's Plays zu machen. Aber das liegt leider auch daran, dass das neue System leider ja so mehr oder weniger schuld dran ist. Aber da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Auf jeden Fall ist es so, dass ich das wirklich sehr vermisse, Videos zu machen. Es hat mir sehr großen Spaß bereitet. Und auch wenn es zwar noch nicht ein ganzes Jahr war, weil ein Monat leider noch gefehlt hatte, habe ich aber trotzdem wirklich Spaß an der Sache gehabt. Und das Problem ist jetzt folgendes. Kommen wir nämlich mal kurz zum System. Ich hatte erzählt, dass es ja angeblich ja erst im nächsten Jahr aktiv sein soll. Da habe ich mich leider dummerweise etwas vertan. Das System ist leider seit einigen Wochen schon aktiv und spinnt leider komplett völlig. Zudem ist es so, dass das System leider 2014 verbessert werden soll. Tja, und das finde ich natürlich sehr schlimm. Vor allem auch für die anderen YouTuber, die Videos produzieren, ist das natürlich sehr kacke. Am meisten betroffen sind ja die Let's Player. Aber auch leider zum Teil die Musiker, was ja auch schon irgendwie ein bisschen kurios ist, aber egal. Das ist jetzt nicht der springende Punkt. Auf jeden Fall ist es so. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe die Spiele, die ich gespielt habe, also Let's Play habe, die besetze ich zu, ja, und ich habe ehrlich gesagt, ich vermisse das. Ich vermisse das, Let's Plays zu machen, und ich bin echt ernsthaft am Überlegen, ob ich das wieder fortsetzen will, also werde. Sprich, dass ich wieder mit Let's Plays anfange. Aber dazu brauche ich von euch mal eure persönliche Meinung. Und zwar folgendes. Wollt ihr, dass ich mit Let's Plays wieder weitermache, so wie bisher? Also sprich, dass ich meine Videos schön produziere, schön sogar noch ein paar Features mit einbaue, etc. Oder wollt ihr, dass ich damit trotzdem komplett aufhöre und also dass ich praktisch nur meine Info-Videos mache und Stream-Info-Videos? Das wäre für mich so, ehrlich gesagt, sehr wichtig, persönlich. Weil das würde mir dann die Entscheidung ein bisschen vereinfachen. Weil ich bin wirklich so stark am Überlegen, ob ich das wieder weiterführen werde oder nicht. Aber dazu brauche ich eure spezielle und persönliche Meinung. Wo ich allerdings nochmal eben ganz kurz einräumen möchte. Und zwar, es wird trotzdem weiter Streams geben. Ich werde weiter streamen, wie bisher. Nur, dass ich halt dann, wenn ich wieder Let's Playen sollen. Nee, wenn ich wieder Let's Playen würde. So, jetzt hab ich's. Würde es auch von mir, glaube ich, nur ein Projekt geben. Oh, hoppala. Weil Streamen und Let's Plays, das ist schon ein bisschen schwieriger. Also schwieriger in dem Sinne von der Zeit her. Und
Das ist für mich dann halt ein bisschen komplizierter. Was aber nicht heißt, wie gesagt, dass ich dann so wie Stream vernachlässigen werde oder Let's Plays vernachlässigen würde. Ganz im Gegenteil, ich will das dann oder würde es dann weitermachen. Zudem möchte ich halt eure persönliche Meinung mal wissen, ob ich das weiter fortsetzen soll oder nicht. Wäre schön, wenn ihr mir da ein bisschen helfen könntet. Hab ich gerade noch irgendetwas vergessen zu erwähnen? Ja, das Pro. Also, um nochmal kurz darauf zurückzukommen, Videos zu machen ist zwar. Also, macht mir schon. Hat mir ja viel Spaß gemacht, aber das Problem war ja. Oder sind immer noch diese Urheberrechtsgeschichten. Und, ja. Das ist halt so das Problem. Trotzdem möchte ich halt eure Meinung wissen, ob ich das weiter fortsetzen soll oder nicht. Ich hoffe, dass euch dieses kleine Video in dem Sinne gefallen hat. Dieses spezielle Info-Video. Bevor ich aber gleich damit aufhöre, möchte ich noch eine Sache sagen. Und zwar, in 4 Tagen ist ja schon Silvester. Und da wird es natürlich von mir auch ein kleines Spezial-Info-Video geben. Aber halt Silvester-Info-Video. Wann ich das genau hochladen werde, beziehungsweise wie ich das hochladen werde, das ist noch unklar. Das werde ich sehen, wie ich das hinkriege. Aber es wird definitiv ein Video kommen. Und so. Und im nächsten Jahr würde ich dann gucken, eventuell je nachdem, wie ihr euch entscheidet, würde ich dann halt gucken, vielleicht mache ich Let's Plays weiter, vielleicht auch nicht. Das wird sich zeigen. Und ja. Ich brauche halt dafür eure persönliche Meinung. Und wie gesagt, streamen werde ich definitiv so oder so, also da wird es kein Pardon geben. Das werde ich weiter fortsetzen. Und ich hoffe, dass euch dieses Spezial-Info-Video gefallen hat. Wenn ja, dann könnt ihr mir gerne dafür einen Daumen hoch geben und in den Kommentaren halt reinschreiben, was ihr denkt, wie ihr denkt. Und ich kann daraufhin nur noch sagen, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch und ja, ich kann daraufhin nur noch Folgendes sagen. Bis dahin, ciao, ciao, euer The Life Force.